Hey und herzlich willkommen zu meinem Guide-Video, wie ihr in Remnant 2 am einfachsten oder besser gesagt garantiert an Simulakren kommt. Aktuell gibt es keinen speziellen Trick, um an die Dinger zu kommen, deswegen kann ich euch zumindest die einfachsten und garantierten Spawnpunkte zeigen. Der meiner Meinung nach persönlich einfachste Spawnpunkt, aber der etwas zeitaufwendiger ist, ist der im verbotenen Hain. Der befindet sich auf Yaesha. Das ist der Roll mit dem Wolf. Ihr müsst dafür die Kampagne fast komplett abschließen. Ihr seht ja hier, ich bin hier komplett durchgelaufen. Und nach mehreren Dungeons komme ich durch diesen Hintereingang hier wieder in den verbotenen Hain. Hier ist die Dichte der Simulakren, wo sie spawnen können, am dichtesten. Denn die sind höchstens 10 Luftmeter voneinander entfernt. Der erste Spawnpunkt kann hier oben sein. Hier hinten in dieser Sackgasse. Wie ihr seht, ist hier nichts. Der zweite Spawnpunkt ist, wie ich gerade schon erwähnt habe, nicht wirklich weit entfernt. Und zwar droppen wir uns hier und springen hier runter. Und normalerweise müsst ihr jetzt hier links oder rechts, ja, hier rechts haben wir es doch schon, hier ist unser Simulacrum. Und das ist nahezu immer, also auf 100% garantiert, denn das hier ist der einzig mögliche Spawnpunkt neben diesem da oben in der Sackgasse, wo auf dieser Map ein Simulacrum spawnen kann. Ich zeige euch noch eine andere Möglichkeit. Und da wäre ich auch schon wieder. Hier befinden wir uns auf Lossum, genauer gesagt auf den Irrenanstalt Roll in der Gemeinde Moreau. Wie ihr seht, ich befinde mich gerade genau vor der Irrenanstalt. Also, ja, man muss schon ein bisschen was laufen, dass man hierher kommt. Aber wir sind hier im Garten der Irrenanstalt. Ich zeige euch jetzt alle möglichen Spawns für ein Simulacrum. Hier ist die Spawndichte genauso dicht, oder zumindest sehr, sehr ähnlich, wie auf Yaesha. Aber nur, wie gesagt, hier im Irrenanstalt-Roll. Ich habe es extra noch nicht gesammelt. Bei mir ist das Simulacrum hier im Gärtnerhütchen. Das ist der erste Spawn. Es gibt insgesamt 3 Stück, wo es sein kann. Also bei mir war es im Gärtnerhütchen. Der nächste Spawn ist auf dem Vordach. Das zeige ich euch gleich mal. Ich habe hier auch schon mal alles geklärt, dass wir einigermaßen schnell vorankommen. So. Dann gehen wir hier durch, hier nach oben und hier hoch. Man kann hier drüben durch das Fenster nach außen. Das ist der zweithäufigste Spawn tatsächlich sogar. Das wäre dann hier. Und der letzte Spawn, wo ein Simulacrum auftauchen kann, wenn ihr es an diesen beiden Punkten bisher noch nicht gefunden habt, dann kann es im Keller der Irrenanstalt auftauchen. Da laufen wir auch mal schnell hin. Und das sind ja immer noch etwas zeitaufwendige Hilfen, die ich euch hier geben kann, aber es sind garantierte Hilfen. Und vor allem, man kann sie nicht verpassen. So, wir gehen jetzt hier runter. Alles um uns herum hat sich verändert. Dann geht man hier nach unten. Dann habt ihr hier das Herz und hier links entlang. Und hier hinten in der Ecke kann auch ein Simulacrum spawnen. Also ist ein möglicher Punkt. Es gibt ja pro Roll nur ein einziges Simulacrum. Und das hier, was ich euch jetzt gezeigt habe, sind die einfachsten und schnell zu erreichendsten Spawnpunkte für ein Simulacrum. Die auf Nerut sind zum Beispiel sehr, sehr random. Für die im ersten DLC, des einzig wahren Königs als Beispiel, die sind sehr weit auseinander gelegen. Und von denen aus dem zweiten DLC, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Die weiß noch nicht mal ich bisher wirklich. Da weiß ich einen Spawnpunkt und dafür musst du das halbe DLC durchspielen, was noch viel zeitaufwendiger ist. Diese hier, da kannst du eventuell sogar ganz schnell hinlaufen. Du musst einfach nur durch die Dungeons durchflitzen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass hier sind Simulacren. Die sind halt eben dafür da, um deine Waffen aufs Maximum zu bringen.
Na gut, ich hoffe, das Video konnte euch einigermaßen weiterhelfen. Wenn dem so war, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ansonsten, guten Loot und bleibt gesund, ja? Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.